Hallo von der Aero Friedrichshafen. Wir sind am IDA-Fliegstand, gerade hier bei der AKFlieg Berlin. Neben mir steht Niki. Niki, was habt ihr mit auf die Aero gebracht? Hallo, wir haben die B13 Electric mitgebracht. Das ist ein Side-by-Side-Doppelsitzer als Segelflugzeug mit Turbo-Heimkehrhilfe und elektrisch. Und was war deine Aufgabe im Projekt? Was hast du daran gearbeitet? Ich war hauptsächlich zuständig für die Platine, die den Ein- und Ausfuhrmechanismus kontrolliert und steuert, sowie die gesamte Überwachung des Systems. Unsere Intuition war, dass wir den Piloten ermöglichen, mit einem einfachen Schalter zur Bedienung, fahr den Motor aus oder fahr den Motor ein. Und ich habe quasi ein System entwickelt, was man hier sehen kann. Diese Platine, die quasi die ganze Steuerung und Regelung sowie die Überwachung übernimmt, sodass der Pilot keine großartigen, stressigen Vorgänge zu handeln hat, sondern einfach nur den Schalter drückt, fahr das System aus. Und wenn es komplett ausgefahren ist, kann der Pilot die Leistung dazu geben und ja, sicher und gut heimkehren. Und was war das Frickeligste, was dir die meisten schlaflosen Nächte bereitet hat im Projekt? Ja, das Frickeligste war die Hardware. Die Software ging ganz gut zu programmieren und relativ leicht von der Hand, kann man sagen. Aber bei der Hardware gibt es immer wieder kleine Probleme und bis kurz vor der Messe gab es auch nochmal größere Probleme. Aber im Endeffekt haben wir alles ganz gut hinbekommen und wir können den ganzen Tag schon, so wie den letzten Tag, sicher ein- und ausfahren. Und das System scheint sehr stabil zu sein. Und ja. Wenn ihr euch die B13 Electric auf der Aero noch angucken wollt, wir sind bis Samstag noch hier, kommt einfach beim IDA-Fliegstand vorbei.